Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zeitsünderbox von Beerdigung. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zeitsünder von Beerdigung, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine ziemlich große Box, fast schon eine würfelförmige Box. Und auf dem Cover haben wir hier einmal den Namen der Band stehen und darunter haben wir einen großen Totenkopf abgebildet, der hier zeitgleich auch als Ziffernblatt so fungiert. Also die Uhr hat hier 5 vor 12 geschlagen und in dem Maul von diesem Totenkopf hier steckt dann auch noch scheinbar hier Sprengstoff mit der Aufschrift Zeitzünder. Ja, ansonsten hier jede Menge rote Farbe, sieht also ziemlich heftig aus, das Artwork. Hier vorne auch nochmal der Sprengstoff mit dem Aufdruck Zeitzünder. Auf der linken Seite Beerdigung. Hier oben wieder Zeitzünder. Rechts nochmal Beerdigung. Und dann würde ich sagen, drehen wir das Ganze mal um, auch wenn ich befürchte, dass der Boxen halt ja da etwas rumfliegt. So, was haben wir hier? Jede Menge roter Farbspritzer und dann lesen wir hier Inhalt der Zeitzünderbox. Zeitzünder Digipack mit 16 Tracks, Bonus-CD mit 9 Tracks. Horny Wackeleinhorn mit Anti-Rutschpad, Wendeposter, Autogrammkarte, Horny Duftbaum, Einhornfurz, Aufkleber, Graphic Novel Beerdigung rettet die Welt. Okay, also all das erwartet uns hier in der Box. Die Box ist erschienen über Rookies und Kings. Und hier unten rechts haben wir dann noch die Katalognummer und einen Barcode. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Die Box geht ungewöhnlicherweise hier seitlich auf oder hier vorne auf und lässt sich dann hier so aufklappen. So sieht das dann aus. Hier in schwarz, dann auch nochmal hier ein grauer Aufdruck Beerdigung. Und wir haben hier zwei so Auslassungen, denn, wir werden es mal kurz probieren. Genau, es ist eine Magnetbox. Also diese zwei Ausbuchtungen hier. Auf dem letzten Abschnitt hier, das sind eingebaute Magnete. Und dann kommen wir hier zum Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal dieses Einhorn, Horny. Dann, was haben wir hier? Eine Anti-Rutschmatte, dieses Anti-Rutschpad. So, dann geht es hier weiter. Das ist, gehe ich mal davon aus, das Album. Das Album Zeitzünder. So, das Booklet. Dann, auch wenn er sich schon fast verabschiedet hat, der Einhornfurz, die Bonustracks, das ist eine Karte, dann noch eine Autogrammkarte, ein Comic und das ist wahrscheinlich ein Poster. So, von innen die Box in schwarz. Machen wir mal zu das Ganze. Und dann geben wir die Box dabei zur Seite. So. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kann dabei noch zur Seite. So, also das ist das Album Zeitzünder. Cover ident wie auch schon das auf der Box. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. So, 16 Tracks an der Zahl. Also das ist hier nicht die Laufzeit, sondern hier tatsächlich die Tracknummerierung. Sieht so aus wie so ein Display, wie so eine Digitalanzeige. Dann wieder Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal rein ins Digipack. Auf der linken Seite zuerst mal das Booklet hier in der Stecktasche. Jetzt hier in schwarz und rot. So, hier geht's los mit den ersten Tracks und den ersten Lyrics. Bedeutet, die sind hier Wort für Wort abgedruckt. Sehr schön. Hier kann man jedes Lied nachlesen. Und dazwischen dann auch immer die Band hier in so einem Grau abgebildet. Und zum Abschluss auf der letzten Seite gibt's noch die Credits. Also, ein sehr textlastiges Booklet und dann haben wir hier noch die CD. Hier ausnahmsweise nicht der Totenkopf drauf, sondern hier dieses Ziffernblatt mit römischen Ziffern 1 bis 12.
und hier auf der Rückseite kommen die vier Bandmitglieder zum Vorschein. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück und starten weiter oder gehen weiter mit den Bonustracks. Die kommen hier in einer Papphülle, so sieht das aus. Das sind insgesamt 8 Tracks, also das ist echt stabil. 8 Bonustracks hier auf der CD mit dabei. Bedeutet 16 plus 8 sind dann 24. Das ist die CD. Und die kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. So, als nächsten Boxinhalt haben wir dann ein Poster, das, wie ich sehe, gerade doppelt bedruckt ist, also beidseitig bedruckt. Vorder- und Rückseite. So. Also, das ist mal die Front. Das ist die erste Seite. Klassisch das Albumcover hier im Hochformat. Hier unten wieder Zeitzünder zu lesen. Und dann haben wir hier diesen Totenkopf mit dem 5 vor 12 Ziffernblatt. Darüber der riesige Beerdigungsschriftzug. Und auf der Rückseite haben wir dann die Bandmitglieder nochmal. Alle vier Herrschaften hier abgebildet und hier unten dann wieder Beerdigung zu lesen. Also beidseitig bedrucktes Poster, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Packen wir wieder zusammen. Weiter geht's mit dem Comic. Und zwar haben wir hier tatsächlich ein kleines Comic-Heft. Beerdigung lesen wir hier 70 Pfennig. Ja, das waren noch Zeiten, als man solche Sachen für 70 Pfennig kaufen konnte. Hey Kids, dieser Comic enthält Gewalt, Schimpfwörter, Drogen und Alkohol. Okay, ich bin gespannt. Beerdigung am Telefon. Unfassbar, die Band Intim und Privat ruft jetzt an. Okay. Und dann haben wir hier, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Nein, es ist Gender Human. Okay, also hier wird sich scheinbar über solche Actionfiguren lustig gemacht. Und hier geht's dann los. Also, hier wird dann gekämpft, herumgeschossen und ziemlich viel in Brand gesteckt. Hier haben wir auch das Einhorn am Start, Horny. Das hier ziemlich gut abgeht. Und die Band endet dann am Ende hier vor der Glotze und zockt. Ja, das war's zu diesem Comic. Schöne Sache. Eine Autogrammkarte ist mit dabei. Das ist diese hier. Das Foto kennen wir von dem Poster. Also Julian, Alexander, Sven und Jonas, alle vier haben hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Rückseite so, also im Querformat der Autogrammkarte. Dann haben wir noch eine weitere Karte, so eine in quadratischer Form mit dem Album-Artwork und auf der Rückseite die Tourdaten zur Beerdigung Tour 2018, beziehungsweise 20:18 Uhr, so wie das da steht. Und dann kommen wir zu Horny, das ist hier so eine Einhornfigur. Hier lesen wir auch Beerdigung Horny, hat hier dann auch noch so Regenbogenstreifen am Hintern, ansonsten hier pink. So sieht das aus. Ja, das wiegt echt einiges, also scheint hier sehr stabil zu sein und auch gefüllt. Also ich gehe mal davon aus, dass das Ding nicht hohl ist. Dazu haben wir dann auch noch so eine kleine Matte, so ein kleines Pad. Das holen wir hier mal raus. So, also was auch immer man damit genau macht, ich schätze mal, ja, ist fast so, als würde es auf der Oberfläche hier kleben und dann kann man hier vielleicht Horny draufsetzen. Ja, und auch das passt hier. Also die Figur scheint hier auch wirklich fest zu kleben. Das ist echt heftig. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Es ist keinerlei Kleber und es sind auch jetzt keine Rückstände, aber es fühlt sich sogar auf der Haut wirklich so an, als würde das hier kleben. Also sehr eigenartige Oberfläche hier. Deswegen kommt das scheinbar auch hier in diesen beiden Folien. Ich versuche das mal hier wieder reinzumachen, so halbwegs, damit es nicht überall hier festklebt. Und die Rutschmatte, die ist natürlich hier auch wieder mit dem Beerdigungsschriftzug gebrandet. So, und
Damit nicht genug Einhorn-Action. Wir haben auch noch einen letzten Boxinhalt, der auch mit Einhorn zu tun hat, mit Horny. Und zwar lesen wir hier Beerdigung Einhornfurz. Das ist so ein Duftbäumchen. Das hier schon, ich habe es leicht geöffnet. Allerdings, ja, weil in der Vergangenheit habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich das komplett aufgerissen habe und dann rausgeholt habe. Also man kann es auch so riechen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr es ganz rausnehmt, dann riecht echt die ganze Wohnung danach. Es ist echt brutal. Nicht nur bei dem, sondern generell bei solchen Duftbäumchen. Und ja, das hat dann hier oben entsprechend so einen kleinen Faden, so eine Schlaufe. Und dann kann man das wo auch immer anhängen. Also klassisch ist das so im Auto am Rückspiegel, aber man findet sich auch andere Orte. Ja, so sieht das aus. Riecht so ein bisschen nach, ja, ich tue mir schwer, das zu erkennen, aber mich erinnert es irgendwie ein bisschen so an Kaugummi, aber vielleicht doch in die Richtung Vanille. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Duftbaum hier, dieser Einhornfurz-Duftbaum. Dann dieses Pad hier, dieses Anti-Rutsch-Pad. Das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Das Comicheft, die unterschriebene Autogrammkarte, dann diese quadratische Karte hier mit dem Artwork. Natürlich das Einhorn Horny, die Bonustracks zum Album, die hier in der Papphülle kommen, 8 Stück an der Zahl. Und natürlich das Album an sich, Zeitzünder im Digipack mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box. Zeitzünder von Beerdigung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beerdigung unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.